Ist aber schon der zweite Todesstern. Oh. das sind eine Menge Sturmtruppen. Also, die sind fake. Oh. Natürlich mache ich mir Sorgen. Und du solltest dir auch welche machen. Lando Calrissian und der arme Chewbacca sind doch nie wieder rausgekommen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Okay, zurück auf Tatooine angekommen, wie es angefangen hat mit C-3PO und R2-D2. Ist das hier schon wieder eine Rettungskapsel? Nee, oder? Sieht nicht nach Rettungskapsel aus, meiner Meinung nach. Okay, kann man auch nicht so zerstören. Wir müssen wahrscheinlich in den Palast von Jabba, würde ich mal so annehmen. Na, dann begeben wir uns mal rein. Weißt du, wenn ich es mir recht überlege, bin ich sicher, dass Lando und Chewbacca das alleine schaffen. Vielleicht sollten wir... Na schön. Aber deswegen muss man nicht gleich persönlich werden. Ja, C-3PO, da möchte hier natürlich schon wieder sich davon schleichen. Der Boost von R2 ist ja mal übelst krass. So, wir hacken hier natürlich Jabbas Palasttor. Ist natürlich ganz, ganz einfach für so einen kleinen Astromech-Druiden. Er hat das natürlich gelernt, schon damals in den Klonkriegen, auch wenn sein Speicher gelöscht worden ist. Weiß er natürlich immer noch seit Tag 1, wie das hier funktioniert. Wir schlagen hier einfach mal drauf. Nun ja, es sieht schon wie eine und fangen mit der Mission Einplan für Hahn an. Es scheint niemand hier zu sein. Gehen wir lieber und sagen Master Luke Bescheid. Ach du meine Güte. Haha, die Javas. Hör auf zu meckern. Oh, okay, wir gehen hier durch die Hintertür rein. Haha, wie geil. Sind ja als Bosch verkleidet. Hier sind wir auch ein Kopfgeldjäger. Wir haben da hinten anscheinend auch so einen Knüppel. Knüppel, der aussieht wie so ein Lichtschwert. Haha, wie geil. Ja, aber der Char sieht echt geil aus. Sehr schön, sehr schön. Oh. Autsch, auf jeden Fall besser umgesetzt als damals in... Mist. Als damals in Lego Star Wars die komplette Sache, als man da einfach nur eine Maske aufziehen musste bei diesem Helmautomaten. Ich stelle nur kurz den Wookie ab. Bin gleich wieder da. Ja, man kann hier einfach durchschleichen oder sich hier durchfighten. Man muss sich hier wahrscheinlich durchfighten für die Minikits. Würde ich mal so annehmen. Oh. Bin doch nicht aufgeflogen, oder? Kommt Chewie hier überhaupt rüber? Ah, jetzt kann man hier diese goldenen Sachen da kaputt machen, weil wir eine Burst drauf haben. Ah, okay. Interessant. Komm rüber, Chewie. Wir haben hier noch einiges zu tun. Gut, da unten die Wand aufschlitzen kann man nicht. Wir haben leider kein Lichtschwert mit dabei. Türchen? Ach Mann. Da ist einfach ein Burger. Ich dachte schon, es wäre so ein Burgerwagen. Er meint so ein Easter Egg für SpongeBob Schwammkopf. Oh. Was? Die haben einfach die Tür geschlossen. Frechheit. Ich schieße jetzt einfach mal nicht durch. Ich möchte meine Deckung nicht aufliegen lassen. Hier komme ich durch. Okay.
niemals durch diese Tür, solange die Wachen da stehen. Ah, wahrscheinlich müssen wir hier jetzt irgendwie so ein Ablenkungsmanöver starten, oder? Nicht für dich, Pelzvieh. Hey, hier gibt es viel zu viel, das mich fressen will. Lass mich raus. Oh, wer ist das denn? Ja, das ist nicht nur eine Person. Ah, klar, weißt du, er hat die Handschellen, aber trotzdem noch die Armbrust mit am Start. Ah, ja, Julie, okay. Hallo? Ging doch immer bei Haaren, warum geht denn das bei Chewie nicht? Hä? Ah, okay. Wir waren zu nah dran. So. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Danke, mysteriöser Kopfgeldjäger. Jetzt sollten die noch abgelenkt sein, oder? Ja. Oh, nice, es ist tatsächlich so ein Elektroschlagstoß. Wie geil. Ja, das Spiel verblüfft mich einfach immer und immer wieder. Natürlich, also wenn es hier jetzt noch einen Charakter-Editor gäbe, ich glaube schon, MS würden sich übelst geile Charaktere zusammenstellen lassen. Also allein von den Waffen her. Aber gibt es ja leider nicht. Finde ich jetzt zwar nicht so schlimm, aber... Aber ist ja in Ordnung. Ich habe das nie so wirklich benutzt. Ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehr, sehr viel benutzt habt, das Charakter erstellen oder nicht. Ich fand das halt damals immer nervig, weil man halt für zum Beispiel Lego der Hobbit oder Lego Suicide Squad dann seinen eigenen Charakter erstellen musste. Für die ganzen Nebenmissionen. Damit die das da irgendwie eingeführt haben, dass es halt nicht einfach nur so zum Spaß da ist, sondern man seinen Skin einfach verkleiden musste für die jeweilige Mission. Das fand ich immer nervig. Finde ich aber jetzt besser, dass hier nicht solche Missionen dann reinkommen. Auf jeden Fall sehr, sehr ehrenhaft. Hier ist es auf jeden Fall viel zu ruhig für meinen Geschmack. Sieht doch schon nach einer Falle aus. Ich muss aber sagen, der Blaster ist echt geil. Es müsste eigentlich so ein E3 Blaster sein, ne? Oder wie heißen die? E33? Ja, ich bin mir nicht mehr sicher. Könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich kann nicht sehen. Du wirst bald wieder sehen können. Wer bist du? Jemand, der dich liebt. Leia. Ich kenne dieses Lachen. Hör zu, Jabba. Ich wollte dir gerade dein Geld bringen, wurde aber leider aufgehalten. Kagok Unisolo. Jabba Mabato Bantu. Du wirst mich jetzt zu Jabba bringen. Tutaku Ujabba now. Geh voraus. Alter, Luke, mein heilige Scheiße. Wen haben wir hier? Bib Fortuna kann man ja auch spielen. Ach du Scheiße, okay. Interessant. Natürlich bleiben wir hier bei Luke. Ich weiß gar nicht, hat Bib Fortuna irgendwelche speziellen Fähigkeiten? Ach so. Ach lol. Ich glaube, hätten wir die davor weggemacht, hätten wir jetzt hier einfach durchchillen können, oder? Aber wir kommen hier doch auch so durch, oder? Haha, wie geil. Lol. Ich erinnere alle daran, dass ich ein unbedeutender Gast bin und man mich nicht beachten muss. Boah, ich finde das hier halt echt geil, dass es hier so einen optionalen Weg gibt. Oh, Milch. Okay, die kann man leider nicht trinken. Schade. Würde zwar zu Luke passen. Müssen wir jetzt hier links durch? Nee, warte mal. Wir können das hier aufheben, okay? Oder rausziehen? Ich weiß nicht. Okay, die Macht ist anscheinend stark in uns. Zack, wir machen den hier. Bip. Okay, gut. Muss anscheinend jetzt selber machen. Aber der steht doch unter Machtgedankenkontrolle, oder nicht?
Ich glaube, einfach so würde er uns ja nicht helfen, würde ich mal so annehmen. Aber krass, man, Bib Fortuna sieht echt geil aus in dem Spiel. Also, no homo jetzt. Ich meine, das Charakterdesign, Alter. Also vor allem der Umhang da und dieses grießcremige da. Sehr, sehr geil. Ja, aber jetzt funktioniert das automatisch, okay. Okay, wir helfen ihm durch die Tür zu kommen. Okay, Jabba's Hologramm oder GNK-Druidenschalter. Ich würde einfach mal sagen, wir nehmen das linke. So, dann noch einmal hier auf dem Schalter drauf. Bip. Dankeschön. Tut mir leid, bitte fressen Sie mich nicht. Okay, aber er ist anscheinend auf diese Holo-Nachricht da reingefallen. Sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Gut, na dann. Okay, die schlafen. Sehr gut. Oh, was haben wir hier? Ah, hier hätten wir vorhin schon durchlaufen können. Okay, das können wir hier mit der Macht noch ein bisschen heben. Komm schon, mach mal auf. Langsam müssen wir doch zu unseren Freunden gelangen, oder nicht? Du wirst Jabba wissen lassen, dass ich ein Jedi bin, falls die Robe nicht offensichtlich genug ist. Master, ich habe noch Pace Luke Skywalker. Jedi Knight. Du wirst mir jetzt Captain Solo und den Wookiee bringen lassen. Und da fängt auch schon der Kampf an gegen den Rancor. Interessant, interessant. So, wir haben hier auf jeden Fall nur Knochen. Oh, okay. Der Rancor ist gespannt wie ein Bogen, sagst du? Oh mein Gott. Komm schon, noch ein bisschen. Ah, Mist. Autsch. Okay, der Rancor ist anscheinend nicht ohne. Wir können aber noch unsere Machtfähigkeiten gegen ihn benutzen, ne? Okay, gut. Ja, Gedankenkontrolle ist jetzt zwar nicht so unseres, aber ich finde die Umsetzung des Fights echt geil. Na komm schon. Ah, oh, Mist. Nein! Okay, komm schon, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Okay, ausweichen. Ah, oh, Mist, okay, da hat es der Rancor erwischt. Verdammt, verdammt. Okay, gib ihm. Oh nein, er möchte uns fressen. Was müssen wir denn hier? Alter, mit dem Gamorianer da. Aber mit der Axt rein. Okay, er ist stuck. Ey, aber ich finde das echt ein sehr, sehr geiler Boss. Auf jeden Fall sehr geil. Okay, komm schon, noch ein bisschen reinhauen. Komm schon, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Oh nein. Hey, noch ein Stück, noch ein Stück. Okay, der Boss ist auf jeden Fall nicht so schwer. Ah, und da sind auch diese Stripper-Damen, die aber hier ab und zu mal reinwirft. Die sind anscheinend auch noch am Leben. Na gut, zumindest können wir sie befreien, ne? Zumindest tun wir etwas Gutes. Luke hat hier natürlich auch einen neuen Haarschnitt bekommen. Von langen Haaren zu Boxerschnitt. Steht ihm auf jeden Fall besser. Aber ich finde, er sieht damit auch viel älter aus. Ihr könnt es mir gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ah nein, weg das, drüber Frau. Alter. Die fängt ja einfach die ganzen Schläge da ab, Mann. Hilfe. Können wir eigentlich hier einfach raus aus dem Tor? Noch nicht den Knopf drücken. Oh. Was? Welchen Knopf? Ich sehe hier keinen Knopf. Ach so.
Was habe ich getan? Nein. Oh Mist. Okay. Krieg ich den da jetzt irgendwie wieder runter? Mist, der hängt einfach am Tor fest. Okay, warte mal, kann ich den da runterziehen? Enko, komm mal runter. Okay, jetzt ist er zumindest unten. Okay, schlagen wir ihn einfach mal ein bisschen K.O. Okay, gut, hat sehr, sehr gut funktioniert. Nicht in die Schlucht des Salaks, Mann. Wo bist du gewesen? Du sollst auf dieser Barke sein. Du bedienst in der VIP-Lounge. Ist das alles Teil des Plans? Oh. Und da ist es auch schon vollbracht. Ein Plan für Hahn. Lass uns nicht auffliegen, okay. Minikits haben wir auf jeden Fall auch ein paar. Wenn wir nicht bald da sind, werden sie zu Salek futtern. Ich hoffe es. Die Kellner-Variante von R2. Sehr schön, sehr schön. Okay. Und hier natürlich Lando als Jabbas Palastwache. Alter. Also ich finde, der sieht schon bedrohlich aus hier. Mit der Axt. Oh, die. Krasser Typ auf jeden Fall. Okay, Doki. Wir müssen hier vorne zum Salak. Wir können den ja jetzt schon mal ein bisschen begutachten, bevor wir hier das Level abschließen. Na, wie sieht's denn da aus? Oh, 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 oh. Sollen wir da jetzt aber mal just for fun reinspringen? Ich meine, komm schon, für den König. Oh, okay, wir verlieren einen Haufen Geld. Ich möchte gerne mein Geld zurück, Salak. Wie sieht's aus? Nee? Okay. Okay, Bruder. Wir schieben hier keine Faxen, wir machen hier einfach weiter. So. Hol Jabbas Baracke ein. Da geht's auch schon weiter. An der Copacabana.